Abnahmefest. Entschuldigung, Kevin. Und die 329 gehört Dirk Gerken mit einem BMW i36. So, Bahn ist frisch gebügelt und auch ein bisschen feucht. Das heißt, jetzt wird es noch ein bisschen rutschig und ein bisschen glitschig, aber der Spaßfaktor ist umso höher. So, der E36 gleich in Führung. Das muss dann der Dirk Gerken sein mit der 329. Dahinter in Trudelfahrt dann der Kevin Nina, gefolgt von der 309. Das ist der Opel Calibra von Matthias Bösch. Startnummer 957 auf 4, Lea Wiese. Die ist aber, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade durch die Jokolab gefahren, zusammen mit Mike Rademacher. E36 von Dirk Gerken und der bringt das Ding auch nach Hause. Ja, und Kevin Nieder. Ui, nochmal schöne Pirouette hier. Ah, gut eingefangen und der kann Auto fahren. Rang 2, 248, Mike Rademacher auf dem dritten Platz und die 309 auch nochmal quer. Matthias Diener, 53 gehört André Brandt, Audi A4, 562 Christian Wichert, E36 BMW. Und die 313, das ist Martin Pott auf einem Kadett, der jetzt im Moment das Schlusslicht macht. Der muss jetzt den ganzen Dreck fressen von den anderen. Ja, und die 823, das ist der gelb-schwarze BMW von Florian Runge, der für die Gremlins Nord fährt. Patrick Münz gleich mit seinem Kombi durch die Chocolab durch. Und vorne weg der BMW E36 von Christian Wichert. Ja, und jetzt ist wieder Heckantrieb angesagt und Quertreiben. Da werden auch gleich mal ein paar Reifen durch die Gegend geschossen. Christian Wichert jetzt abgebogen in die Jokerlab, dadurch an André Brandt die Führung weitergereicht. Rang 2 gehört jetzt im Moment noch dem Kadett von Martin Pott. Patrick Mint auf Rang 3 zurückgefallen durch die Jokerlab. So, BMW internes Duell. Limousine gegen Kombi. Patrick Mint gegen Christian Wichert. Besseres Ende für Patrick Mint. Und der Kadett von Martin Pott auch durch die Chocolat durch jetzt. Aber Laufsieger 953, André Brandt. Patrick Mint auf Rang 2. Christian Wichert auf der 3.